Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wegen Milchling wollen wir nicht. Oh, den hatte ich aber bestimmt auch schon gesehen, ne? Ja, hatte ich schon. Ja, wir sind unterwegs nach Hause. Haben ja in der letzten Folge die Wolfsquest noch fertiggestellt. Ich hatte ganz vergessen, dass ich mit dem Rainer ja noch reden muss. Hab noch mal ein bisschen Flachs gekauft. Und wir haben hier noch mal Kupfer besorgt. Kupfererz. Und dann würde ich sagen, das Erz tue ich hier auch in die Kiste. Und stelle den Schmied um, dass der mir Kupferbarren... nicht Kupferbarren. Doch Kupferbarren und Bronzebarren erstellt. Und wir können dann vielleicht jetzt auch gleich noch... die, Schmiede erweitern. Flachs tue ich auch mal hier rein. So, da bräuchte ich Bretter, Hammer und Holzstämme natürlich. Achso, ich kann ja noch mehr. Dann machen wir auch noch mehr. Ja, 94 geht klar. Und einen Holzhammer brauche ich noch. Weil der, den ich habe, der wird nicht mehr ewig lange halten. Holzi-Hammer. Dann nehmen wir den ruhig. So, dann machen wir mal die Schmiede 2. Und Kräuterhütte 2 haben wir auch freigeschaltet. Die können wir auch erweitern. Abend zusammen. Ich finde es schön, wie die Sitzgelegenheiten nutzen. Wir selber die ja auch nutzen können im Prinzip. So, Schmiede muss ich dann eh neu einstellen, wenn ich die jetzt aber... Da stehen so und unterhalten sich. Das ist... Ich finde das so schön, wie die miteinander interagieren, die Bewohner. Tolle Lösung. Richtig tolle Lösung. So. Schmiede 1 kommt jetzt weg. Mal gucken, dass ich wirklich nur das abbaue, was ich abbauen will. Nicht versehentlich noch was anderes. So, stellen wir wieder um. Und wir platzieren jetzt Schmiede 2. Da. Schmiede 2, genau. Perfekt. So. Machen wir die Wände gerade. Könnte sogar reichen vom Holz her. Esse will ich nicht verwenden. Im Moment jedenfalls nicht. Machen wir dann... Achso, Bretter brauchen wir noch, genau. Macht Sinn, aber dann könnte ich hier zumindest schon mal die ganzen Holzstämme, weil dann brauchen wir die nicht nochmal. Und da kann ich ja noch Stöcke verbauen, ne? Stimmt. Wie weit sind unsere Landwirte? Sieht auch gut aus. Könnte sein, dass die fertig geworden sind. Ach, und die Vogelscheuche wollte ich noch bauen. Ah, da freue ich mich auch schon drauf. Das machen wir beim nächsten Tag natürlich. Das machen wir nicht mehr heute. So, Stöcke, Stroh. Das brauchen wir erstmal. Ich hätte gucken sollen, wie viele Bretter. Gehen wir mal von 12 aus, dann brauchen wir 48. Mehr als 12 sind es in der Regel nicht. Und bei 12 hätten wir 4 mal 12. Wenn wir Glück haben, sind es weniger. Mit von mehr gehe ich, wie gesagt, eigentlich nicht aus. 6 sind es sogar nur. Okay, dann haben wir ein paar zu viel dabei, aber die kriegen wir verbaut. Wir haben ja noch einiges an Zäunen, was wir machen müssen.
Das kriegen wir also hin. So, und dann kann ich jetzt die Schmiede eh neu einstellen. Und einen Schmied müssten wir uns noch besorgen, ne? Oder Schmiedin. So, Schmiede 2 ist fertig. Sehr schön. Schmiede 2. Achso, wir müssen den Arbeiter wieder zuweisen. Hahaha. Stimmt ja, Lambert. Du darfst natürlich wieder als Schmied arbeiten. Dass du mir hier nicht unglücklich wirst. So. Oh, das ist noch geblieben. Okay. Dann gehen wir hier mal von weg. Und dann gehen wir hier nämlich auf Bronzewerkzeug. So, dann darfst du mir jetzt natürlich Kupferbarren machen. Zweimal Kupferbarren. Zinnbarren machst du ja schon. Genau. Immer einen. Okay, das ist aber okay. Und dann darfst du Bronzebarren machen. Ja, Material fehlt noch. Da gehen wir auch mal auf 14%. Und dann darfst du natürlich Bronzemesser machen. Erstmal 10% vielleicht. Und Bronzeäxte. So, oder müssen wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr von den Barren. Gehen wir hier mal auf 25% und hier natürlich auch auf 25%. Und dann darfst du ja noch ein paar Steinmesser mehr machen. Weil die werden wir auch noch brauchen weiterhin. Erstmal. So, Jagd. Was fehlt euch denn? Messer vermutlich, ne? Wie ich's doch wusste. Okay, müssen wir noch kurz ein paar Messer machen, dass die da morgen genug haben. Ich habe noch Bretter zu verbauen. Haha. Stimmt ja. Dann können wir so langsam aber sicher unsere Zäune hier fertig stellen. So, dann wird der hier nämlich auch fertig. Wieder einer mehr. Da vorne hatten wir auch noch, ne? Kann jetzt gerade mal ein paar Messer noch machen. Dass wir das auch haben. Da brauchen wir 20 Stein, 30 Stein und viele Stöcke. So viele nicht, ich weiß. So, 15 Messer machen wir mal, dass die Schmiede mal, nicht die Schmiede, die Jäger mal ein bisschen versorgt sind. Wir haben jetzt vier oder fünf Jäger, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Und dann würde ich sagen, nehmen wir am nächsten Tag tatsächlich mal die Vogelscheuche in Angriff, dass wir die endlich aufstellen können. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Total nicht mitgekriegt, dass wir die freigeschaltet haben. Stimmt, das war in der letzten Folge, ne, wo ich das gesehen habe. Also für die nicht gesehen haben, also wir haben die Vogelscheuche tatsächlich freigeschaltet anscheinend. Zumindest kam da jetzt keine Meldung mehr, dass mir die Punkte fehlen. Oder die wurde nach vorne gezogen mit dem Update. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Hm.
Schauen wir mal. Müssen wir nur gerade die Messer fertigstellen. Hätte ich vielleicht im Hellen machen können, ne? Aber naja, zu spät. Aber ist eh nur noch ein paar Sekündchen, dann sind wir da durch. Eins noch und dann haben wir es erledigt. Wunderbar. Dann wird es hier auch wieder heller, weil dann haben wir die Fackel wieder in der Hand. So, Steinmesser. 15 Stück. Perfekt. Könnte ich noch ein paar Bretter mitnehmen, ne? Dann können wir nämlich noch 12, 18 nehmen wir mal noch mit. Oh. Ich habe Stöcke, glaube ich, noch zu viel dabei. Die brauche ich ja gar nicht mehr. So, jetzt passt vom Gewicht her auch. Da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang. Genau, hier hatten wir nämlich auch angefangen. Na, ups, Hammer kaputt. Müssen wir auch noch Fackeln den Weg runter machen. Dass die hier auch Licht haben. Also wir brauchen noch viel, viel Flachs. Den wir dann im Frühjahr, glaube ich, ansehen, ne? Genau, Frühjahr ist das. So. Doch, das wird langsam, aber sicher. Wird das richtig, richtig gut. Da brauchen wir noch 8 Flachs, glaube ich. Ne? 8 Leinengewebe, genau. Also bräuchte ich dafür 80 Flachs. Habe ich nicht. 40 habe ich, glaube ich, noch gekriegt. Und jetzt gehen wir aber erstmal pennen. So, Schatzi schläft auch schon. Dann schlafen wir bis zum nächsten Tag. Oh, es scheint ein Regentag zu sein. Ja. Guten Morgen, meine Liebe. How is life treating you? Du bist hier nicht durstig. Oh, vielen Dank. Einmal Kirschsaft. Wie steht's um unser kleines Königreich? Wir brauchen einige Goodbye. Zusätzliche Werkzeuge für die Arbeiter. Ja, das Schmied muss seine natürlich erst nochmal fertigen. Guten Morgen, Jutrogost. Vogelscheuche wollte ich bauen. Vogelscheuche. Wann haben wir die freigeschaltet? Hühnerstall? Wo ist die überhaupt? Die war mal hier mit dabei. Marktstand? Haben die die hier rausgenommen? Ich meine, die wäre hier mal mit dabei gewesen. Kann aber, vielleicht täusche ich mich da auch. Steht hier jetzt auch dabei, wie viel Schema ich von den jeweiligen gekauft habe. Cool, das ist auch neu, glaube ich, oder? Oder habe ich es nur nie gesehen? 8 von 12 gekauften. Elf von 19, 8 von 8, 4 von... Achso, deswegen konnte ich die Sachen nicht herstellen. Ha. Wie viel Geld haben wir? Dann schalten wir die noch frei. Die Bronzehacke schalten wir noch frei. Und die Schurschere, ne? Kann ich aber gar nicht mehr. Kein Geld. Ist das neu? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß das echt nicht. Schmiede 3 haben wir noch ein bisschen hin, dann kommen die Eisensachen. Wo war denn die Mine?
Ah, die haben wir bald. Sehr schön, die haben wir bald. 530 Punkte fehlen noch ungefähr. Dann haben wir die Mine. So, jetzt müssen wir mal gucken. Vogelscheuche war jetzt hier nämlich da. Jetzt brauchen wir 2 Stämme, 8 Stöcke, Leinengarn und Leinengewebe. Das heißt, ich muss erstmal Leinengarn und Leinengewebe herstellen. Achso, aber da könnte ich ja dann gucken, wie viel ich davon machen kann. Und entsprechend das Material schon mal mitnehmen, ne? So. Ja, da habe ich 5. Das sind natürlich, ja. Nehmen die 41 mal mit, aber da haben wir dann 4, können wir daraus machen. Das heißt, wir können 2 Vogelscheuchen bauen. Zweimal Vogelscheuche, das heißt 4 Stämme, 16 Stöcke und 4 Leder. 4 Stämme, 16 Stöcke und 4 Leder. 4 Stämme, 16 Stöcke und 4 Leder. Stöcke können wir mal mehr mitnehmen, weil wir haben da hinten auch noch Zäune zu bauen. Oh, so viel wollte ich nicht mitnehmen. So viel dann auch. So, ich kann hier ja noch. Wegwarte. Ist jetzt alles nicht das, was Riesengewicht bringt, ne? Tun wir mal ein paar wieder zurück. Ja. Ist eh noch beim Lebensmittellager vorbei. Könnte dann so gerade reichen. Ansonsten gehen wir halt in dem Tempo. Pass nicht durch die Tür. Edelreizker. Das Johanniskraut habe ich jetzt vergessen. Kirschsaft. Packen wir auch mal da rein. So. Sind wir noch minimal zu schwer. Wir können hier unterwegs schon mal hier nicht. Aber da hinten irgendwo haben wir noch Stockzäune, also so Flechtgitter da Gatter dazu bauen. Der sitzt da einfach mal rum. Hast du Pause, Samogost? Erzähl mir mal was über dich. Du arbeitest in der Werkstatt, eigentlich. Okay. Wir haben 8 Uhr. Du solltest eigentlich anfangen mit deiner Arbeit, mein Lieber, ne? Wenn ich da nicht ganz falsch liege. Ah ja, er hat angefangen. Okay. Alles gut. Alles gut. So, 16 Stöcke müssen wir behalten. Den Rest können wir hier verballern. Und dann bauen wir 2 Vogelscheuchen. Müssen dann jetzt nur erstmal Flachs herstellen. Oder Flachshalm. Da können wir dann den das Leinengarn draus flechten. Da können wir dann das Leinengewebe draus flechten. Und dann können wir die Vogelscheuchen bauen. Passt. Noch einmal genug Stöcke. 16, wie gesagt, müssen wir aufbewahren. Hopsala. Einmal daneben geschlagen. Oh, und ich muss gleich mal was trinken, ne? Fällt mir da gerade so auf. Den könnten wir aber noch fertig kriegen.
Das könnte funktionieren. Da haben wir genug für da. Sehr schön. Ja, das sind nicht so die ganz spannenden Arbeiten, aber die gehören halt dazu, ne? Alles Dorfaufbau. Natürlich kann man alles so die eintönigeren Sachen theoretisch skippen. Aber ich frage mich dann immer, warum? Weil es gehört ja zum Spiel dazu. Und ist einfach Bestandteil des Spiels. Das ist gerade zum Beispiel auch, wenn man so Landwirtschaftssimulatoren spielt und Feld pflügt. Es dauert seine Weile, logisch. Aber es ist ja der Inhalt des Spiels. Also, darin besteht er ja. So eigentlich. So, dann können wir ja auch nochmal die Zäune machen. Haben wir noch genug Stöcke dabei? Dann haben wir die hier oben nämlich mal fertiggestellt. Auch noch gesehen. Hätten sie fertiggestellt, wenn wir einen Hammer noch hätten. Gut, Hammer holen wir noch. Sind wir hier oben. Da. Was meinen? Dann dreschen wir die gerade. Dann haben wir nämlich den nötigen Flachs. Oder das Flachshalm haben wir dann. Leinsamen muss ich vielleicht mal irgendwann verkaufen, denn. Weil können wir selber, glaube ich, gar nichts groß mit anfangen, ne? Haben wir Mahlzeiten mit Leinsamen? Doch Brot gibt es, glaube ich, ne? So Mehrkornbrot oder sowas. Wo damit verbraucht wird. Ich weiß das gerade gar nicht. So, und das hätten wir. Dann brauchen wir noch einen Hammer. Einmal Hammer. Nehmen wir vielleicht auch direkt zwei mit. Sicher ist sicher. Holzhammer, sehr gut. Ich muss was trinken. Hallo? So, Essen können wir auch direkt noch. Haben wir ja auch noch dabei. Ein bisschen auf jeden Fall. Holen wir nachher nochmal was. Ach genau. Müssen noch Leinenfaden, Leinengewebe erstellen. Das machen wir jetzt noch. Sehr gut, du hast alles, was ich brauche, frei. Sehr schön. Du stehst genau an dem Teil, den ich nicht brauche. Das ist perfekt, meine Liebe. Ich hoffe, das ändert sie jetzt nicht in der kurzen Zeit, wo wir das Leinengarn erstellen. Um einen Flachshalm zu viel. Aber ich wollte jetzt den kompletten Flachs einfach gerade dreschen. So, dann gehen wir nämlich hier dran. Da machen wir jetzt dann zwei. Dass das auch passt. So. Hi Radegunda. So, Vogelscheuchen, ne? Vogelscheuchen wollte ich jetzt bauen. Dann machen wir eine auf jeden Fall mal hier hin. Da wollte ich ja eventuell das Feld nochmal, ja, wobei, vielleicht auch nicht. So. Plopp. Wunderbar. Eine machen wir hier mal hin. Hier oben am besten.
So, sehr schön. Unsere ersten eigenen Vogelscheuchen. Wunderbar. Dann hätten wir das auch erledigt. So, unsere Landwirte sind, glaube ich, durch, ne? Wenn ich das richtig sehe. 60, 60. Da fehlen noch die Möhren, das ist aber okay. Da haben sie nur einen. Fehlt uns das Weizen, ne? Uns fehlt Weizen. Weizenkorn brauchen wir. Wir haben 11.25 Uhr, dann kann ich gerade nochmal nach Gustovia huschen. Und Weizenkorn kaufen und ich muss erstmal Geld einstecken. Den können wir hier rüber tun, den auch, die auch. Da müssen wir jetzt nämlich erstmal Weizen kaufen. Sehr gut. Weizen? Ich muss Essen mitnehmen. Aber da kommen wir auch dran vorbei, das passt. Dann bauen wir den hier später weiter. Hier könnte ich auch noch einen Zaun lang bauen, so ein Stück auf jeden Fall, ne? Und hier müssen wir auch noch eine Fackel hinmachen, weil das hier ist zu dunkel. So, jetzt holen wir aber erstmal... Oh, wir sind da auch schon fast wieder voll. Gebratenes Fischfilet. Das heißt, wir brauchen noch ein neues Nahrungsmittellager. In sehr baldiger Zeit. Gut. Oder auch nicht. Aber das kann ich hier vorne dann irgendwo hinbauen. Dann haben die hier unten nämlich auch eins auf ihrem Gelände, auf ihrem Gebiet. Dann können wir hier unten das vielleicht noch schön hinbauen. Das ist eine Idee. Nehmen wir mal, wie gesagt, erstmal Weizenkorn kaufen, dass meine Landwirte arbeiten können. Weil ich habe ja nur noch zwei. Diesen und morgen, ja. Also zwei Tage oder anderthalb Tage sind es ja auch nur noch. Und die müssen noch ein ganzes Feld einsäen. Da wird es Zeit, dass wir das noch besorgen. Sonst habe ich das Feld nämlich leer. Und das ist nicht gut. Das Weizenkorn haben wir zu Brot verarbeitet, ne? Das war das Problem. Oder zu Mehl. Muss mal gucken, wie viel Roggenkorn wir haben, weil das können wir ja jetzt im Prinzip dann noch verarbeiten. Und dann muss ich das, was die Landwirte brauchen, einfach rauslegen in die Scheune, weil da kommen dann die... Nee, bringt nichts. Entschuldigung, falsche Überlegung. Landwirte sind ja diejenigen, oder die Scheunenknechte sind ja die, die das Mehl herstellen. Die kommen natürlich an das in der Scheune dran. Die Überlegung war gerade Käse. So, gucken wir mal, wie viel Weizenkorn der gute Alwin, eigentlich der Alwin, gute Edwin noch hat. Und dann besorgen wir das nicht, dass wir noch nach Denika müssen, ne? Wie viel brauche ich denn eigentlich? 59. Das ist eine Menge, die könnte er haben. Die könnte der theoretisch haben. Wenn wir ein bisschen Glück haben.
von der Größenordnung her passt das so ungefähr. Das, was sie immer so im Vorrat haben. Zum Verkauf. Weil jetzt noch nach Denica laufen, habe ich eigentlich keine so Lust. Naja, schauen wir erstmal. Erstmal gucken, was der Edwin hat und dann... Wo ist er? Eddie! Hockst du wieder in der Kneipe? Edwin ist daheim. Achso, der macht vielleicht gerade Mittag oder so. Hi Edwin, kein Bock zu arbeiten heute. Ja. Weizen. Ach ja, wunderbar. Wir brauchen 59. Ja, mehr kann ich auch eh nicht kaufen. Ich könnte jetzt einen mehr kaufen, aber das bringt ja nichts. Bringt mir ja gar nichts. So, alle anderen sind fertig, ne? Have a good day. Ja, du auch. Alle anderen Felder waren fertig, ne? Nicht, dass ich jetzt weglaufe und feststelle, da fehlen noch... Das ist aber falsche Jahreszeit noch. Die kommen erst noch. Die ganzen Plantagen haben wir fertig. Ich vielleicht auch mal eine größere machen oder so. Das sind alles Einzelplantagen, die wir da haben. Hammer, passt. Okay, das war's. Tschüss, Edwin. Hi, Alvin. Ich rede jetzt nicht mit dir, sonst muss ich mich jetzt einen Bär jagen. Da habe ich keinen Bock drauf. Hi, Wilburger. Sehr schön. Dann kriegen wir das auch noch fertig. Bis wir daheim sind, arbeiten so wahrscheinlich nicht mehr. Ja, oder vielleicht noch ein bisschen. Gucken wir mal. Guck, dass ich jetzt so schnell wie möglich heimlaufe. Und dann, haben sie sonst morgen halt noch, sollten sie zu dritt aber morgen eigentlich schaffen. Wir werden es morgen Abend ja sehen, dass alles fertig ist. Oder ob die was ausgelassen haben. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir heimkommen. Und dann müsste ich vielleicht jetzt im Winter über dann nochmal ein neues Feld machen, wo wir dann im Frühjahr hauptsächlich Flachs anbauen können. Weil Flachs brauchen wir viel. Ich brauche Flachs ja für alles. Fast alles. Für Lampen brauche ich Flachs. Für viele Kleidungsstücke brauchen wir Flachs. Auch für vieles andere, für die Marktstände brauchen wir Flachs. Also da haben wir noch eine Menge, was wir da brauchen. Deswegen würde ich nochmal ein komplettes Feld machen, was wir dann noch komplett mit Flachs einsäen. Dass wir da richtig, richtig viel haben. So die Überlegung. Weil das, den Flachs alles kaufen, das geht halt auch richtig ins Geld. Und so die Riesenmengen haben die halt auch gar nicht. Klar, ich könnte dann das Leinengewebe und das Leinengarn noch kaufen. Aber ist halt auch teuer, ne? Anbauen ist billiger. Anbauen ist deutlich billiger. Mal ein Stückchen trinken, ne? Wenn wir schon hier sind. Und so durchs Wasser stiefeln. Ah, da müssen wir jetzt noch ein Lebensmittellager bauen, genau.
Das ist das nächste, was wir in Angriff nehmen. Das könnte ich heute auch noch fertig kriegen. Hier müsste ich auch noch einen Weg lang machen, ne? Sehe ich gerade so. So. Wunderbärchen. Wunderbar. Holz. Wir brauchen Holz. Holzstamm. Haben wir ein bisschen zu viel dabei, aber das ist mal egal. Wir können noch laufen, das ist das Wichtige. Und so weit ist der Weg nicht. Weg wollte ich noch bauen. Und da laufen wir ja auch oft. Fangen wir mal hier an. Können wir bis hier bauen. Das ist perfekt. Dann machen wir den hier. Und bauen den hier lang. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Meine Landwirte müssten noch arbeiten. Die sollten heute Abend dann nochmal einiges eingesät haben. Dann baue ich hier jetzt einen normalen Lebensmittellager hin. Also nicht hier, sondern da irgendwo. Hier können wir auch vielleicht noch so kleine Lagerplätze oder sowas machen. Gucken wir mal, was da an Deko geht. Das Lebensmittellager müssen wir dann natürlich auch schützen. Das brauche ich dann vielleicht neben die Palisade. Die schon... Nee, habe ich noch nicht. Okay. So, dann würde ich das nämlich hier irgendwie so hinbauen. Lager, Lebensmittel, nee, Lebensmittellager, Nahrungsmittellager. So. Das machen wir so, dann können wir da noch die Palisade entlang bauen. Hammer brauchen wir. Perfekt, perfekt. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder Holzstämme. Können wir hier die Palisade entlang ziehen? Na, genau so, dass es halt so gerade passt. Hä? Was dahin geht? Und dann sagt er rot. So. Planen wir so mal bis dorthin. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur erstmal wieder Holzstämme. So, hier haben wir jetzt auch schön unsere. Hier muss ich echt noch ein Gatter oder sowas hinmachen. Holz. Haben wir ja zum Glück ordentlich. Nehmen wir nochmal 40 mit. Ups. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. So geht.
Das andere wäre jetzt dann doch zu langsam gewesen. Ist jetzt auch nicht schnell, aber geht. Frage ist, kriegen wir hier einen Gatter? Passt das genau? Schon, ne? Doch, so ein Holzgatter da ist ganz okay. Das geht klar. Hier mal schön den Weg entlang an der Palisade. Auch nicht unwichtig. Ah, wie sieht die Fläche aus? Könnte man da vielleicht auch noch was hinmachen? Mal gucken. So. Ich glaube nicht, dass wir genug Stämme dabei haben. Ich fürchte, wir müssen noch mal holen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, wird knapp, wird knapp, wird knapp. Oh, wir kriegen Hunger. Moment. Das Problem lösen wir gerade. Oh. Nee, wir haben definitiv nicht genug. So. 1, 2, 3 brauchen wir noch. Und 3 Holzstämme und 12, 24 Bretter. 3 Holzstämme und 24 Bretter. Hallo, meine Liebe. Ah, die Fackeln gehen an. Das heißt, wir können gleich mal gucken, wie viel die auf dem Feld noch geschafft haben. So, 3 Holzstämme und 24 Bretter. So, wir haben aber noch ein bisschen Platz. Dann will ich vielleicht nochmal 6 Holzstämme zusätzlich mitnehmen. Nehmen wir nochmal 6 mit. Weil? Dann können wir da an der Palisade auch noch ein Stück weiter ziehen. Das will ich auch ganz gerne noch machen. Da muss auch noch eine Fackel hin. Ja genau, wie gesagt, da würde ich dann Brennholz oder sowas reintun. Das passt dann. So. Dann machen wir das noch fertig. Haben wir nämlich auch das Problem gelöst mit dem zu, also mit dem, ja, das waren ja fast bei 2000. Ich hoffe, wir sind nicht inzwischen drüber. So, Nahrungsmittellager. Ne, wir waren noch knapp drunter, also 170 Kilo hatten wir noch. Jetzt haben wir dann aber 3000. Ja, ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das voll ist, ne? Das ist schade, dass wir da nicht dichter an dran bauen können, aber naja, ist halt so. Ist einfach so. So. Gibt noch viel zu tun. Aber wir haben auch noch einiges vor, ne?
Wir haben ja auch noch eine ganze Menge vor. So, hier den Weg haben wir auch. Sehr schön. Hier ist zwar nicht ein direkter Weg, aber es ist geplant. Also der Weg ist nicht geplant, aber es ist asphaltiert, also geschottert. So, das war das Wort, was ich suchte. Oh, wir haben die erste Bronze-Axt. Bronze-Sicheln. Dünger haben wir genug, sehr gut. Eisenäxte haben wir ja auch noch, stimmt. Eisensichel haben wir auch. So, und ich wollte mal gucken. Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Achso, es wird eh dunkel. Jedenfalls sind die mit. Da, Verwaltung muss ich hin. 36 haben sie geschafft. Ja, sehr gut. Und Fertigkeiten war da? Ne, da war nichts. Okay. Ich habe nur was Gelbes gesehen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Bett. Genug vom Regentag. Zeit ist eh auch um. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.